Einsatz für die Transportpolizei am Bahnhof zu Bern. In diesem Intercity von Zürich soll ein Passagier im Bistrowagen einen Zugbegleiter angegriffen haben. Die beiden Polizisten Simon Schmassmann und Adrian Schaffer nehmen darum noch auf dem Perron vom Passagier Personalien auf und befragen ihn zum Vorfall. Der Unterteil ist in diesem Sinne geschlossen. Sie haben nur den Oberteil offen und er hat sich extrem aufgeregt und hat sich beschweren. Knapp 200 Polizisten sind schweizweit im Einsatz für die Sicherheit im Zug und am Bahnhof. In der Deutschschweiz gibt es besonders auf der Strecke Zug Zürich und Bern-Lys viele Zwischenfälle. In der Region Bern sind die beiden auch an diesem Freitagabend unterwegs. Also in erster Linie schaue ich mal auf Personen, die steckbrieflich gesucht werden, ausgeschrieben sind. Was ein weiterer Gesichtspunkt ist, ist auch Gepäck, das belebt ist. Ein anderer Punkt ist so das polizeiliche Gefühl, dass man mal eine Personenkontrolle macht, jetzt aufgrund von Wahrnehmungen, die wir haben. Jetzt hier oben war ein starker Marihuana-Geruch. Darum habe ich jetzt die zweimal angeschaut. Klar gibt es bei Personenkontrollen auch immer mal wieder brenzlige Situationen. Die erfahrenen Polizisten wissen aber, wie damit umzugehen. Das Beste ist immer cool bleiben. Also, ja, es gibt verschiedenste, oder? Polizei oder bis zu Scheissbullen oder ja, was wirklich. Ja, man hört ja so ein bisschen alles. Und ich finde auch, man darf drüber stehen irgendwo durch. Ja, für mich, ich sehe es immer, es geht einfach gegen die Uniform und nicht gegen mich persönlich. Von dem her kann ich es eigentlich jetzt gut abtun. An diesem Abend bleibt es aber nebst ein paar Verwarnungen und einem Buss ruhig.